Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Puh, also so heiß wie Link hier ist, kurz vor der Brandgefahr, so fühle ich mich auch bei den aktuellen Temperaturen hier. Es ist ziemlich warm, es ist krass. Wobei ich im Vergleich dazu keine Feuerschutzkleidung bräuchte, sondern eben sowas wie die Wüstenkleidung, um, ja, mich hier nicht zu Tode zu schwitzen. Ja, wir haben einen Goronen mit Rückenschmerzen getroffen, nämlich den Chef. Und wir haben Yunobo kennengelernt und ihn befreit. Und ich will ihm eigentlich helfen, doch ich wollte mich hier noch ein bisschen umgucken. Und hier ist eine Gerudo. What the fuck? Brauche mehr. Uff. Edelsteine. Puh. Oh, was? Was? Hey, steh mal auf hier. Oh. Okay. Es ist mitten in der Nacht, Wie bist du ja müde? Eine Nacht normal mit kostet 20. In Kombination mit einer Goronenmassage zahlst du 80. Mit Massage bitte. Bis morgens. Leg dich auf die Steinmatratze und entspann dich. Volkan, du kannst loslegen. Alles klar, Bruder. Warte, du machst die Massage? Ich will doch keine. Die Geräusche da nebenbei. Ja. Die Geräusche da. Wie geil. So, jetzt kriege ich doch bestimmt wieder extra Ausdauer, oder? Ja, klar. Nice, und die beiden Herzen habe ich auch noch gekriegt. Guten Morgen. Na, wie war die Massage? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay, die komische Gerudo ist aufgestanden. Ah, das ist sie. Bist du etwa so früh am Morgen schon auf der Suche nach hübschen Mädchen? Nein. Oh, zu schade. Wer bist du? Ich heiße Ramella. Wie du sehen kannst, bin ich aus Gerudo. Ich kam hierher, um Juwelen aus Goronia zu sammeln. Aber im Moment ist die Lage wegen dieser Lavabrocken schwierig. So kann ich meiner Arbeit nicht nachgehen. Was denn? Hast du noch nie eine Gerudo-Dame gesehen? Ist der nicht heiß? Oh, ich habe Brandschutzmedizin genommen. Also geht das schon irgendwie. Wenn du Brandschutzmedizin suchst, ein kleiner Goroni hier verkauft welche. Das solltest du nicht entgehen lassen. Was würde ich nicht drum geben, dass mir diese Brändehitze nicht mehr so zusetzt? Sie kann ihrer Arbeit nicht nachgehen. Warte. Ach so, ja, nee, das war mit der Brandschutzmedizin. Okay, sie kann wegen der Lavabrocken ihrer Arbeit nicht nachgehen. Das heißt, die hat was für uns, wenn wir dem Titan befreit haben, wahrscheinlich. Okay. Muss ich mir merken. So. Doch bevor wir jetzt zum Titan gehen, haben wir noch zwei verbleibende Schreine. Die will ich jetzt noch machen. Ach! Kangnes, was machst du denn hier? Ich habe so viel erlebt, aber diese brennende Hitze ist wirklich brutal. Ohne Brandschutzmedizin würde ich sterben. Ich glaube nicht, dass ich das hier malen kann. Ich werde diese Landschaft später als Erinnerung zeichnen. Hallo, sag mal. Oh, hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ich war schon allen Denken von Hyrule. Oh! Der kann uns die letzte Erinnerung zeigen. Oh, geil, dann haben wir die auch fertig. Das ist Schloss Hyrule von... Und der Wald von Hyrule im Norden davon. Wenn man von einer Anhöhe südöstlich des Waldes hinabblickt, müsste man diese Landschaft sehen können. Anhöhe südöstlich des Waldes. Okay. Apropos, im Süden von hier befindet sich der Stall des Waldes. Im Norden des Stalls soll ein Hügel mit einer prächtigen Aussicht liegen. Im Norden vom Stall. Warte. Stall des Waldes. Hier. Also hier im Gebirge irgendwo. Lol, da bin ich schon rumgeklettert. Da ist ein Krog. Ha, da ist ein Steinkreis. Okay, markieren wir uns. Alter, wie geil wäre das denn, wenn das die letzte Erinnerung ist, ne? Das wäre so episch. Das wäre so episch. Da gehen wir jetzt zum Turm, dann machen wir das, dann rollen wir quasi das von hinten auf. Wir zäumen das Pferd von hinten auf, ja. Hm.
nicht zu empfehlen, aber wir machen es trotzdem. Da gehen wir jetzt nochmal auf den Turm und ja, ich gehe jetzt mal zu dem Krogstein. Und da irgendwo in der Nähe muss es ja sein. Und denke ich jetzt mal. Alter, wie cool, dann hätten wir alle Erinnerungen, alle Schreine. Dann fehlt uns nur noch der Titan und wir könnten eigentlich zumindest mal storytechnisch einen Schlussstrich ziehen. Und the final battle im Schloss Hyrule angehen, wa? Ja. Und danach, sind dann die ganzen verbleibenden Nebenquests. Also es sind ja ein Haufen Nebenquests im Spiel, die ich nicht mal ansatzweise begonnen habe. Die mir auch weder Schreien noch sonst was bringen, sondern irgendeine andere Belohnung, was weiß ich. Ich weiß inzwischen auch, dass es sehr viele verschiedene Pferde, Sattel und sowas gibt. Und verschiedene Minigames und sowas. Und Quests bringen mir da auch noch verschiedene Pferdeausrüstungen, aber das sind alles so Dinge, ich weiß nicht, wofür ich die brauchen soll und das werden wir dann für die, ja, 100% in Anführungszeichen irgendwann danach angehen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich mache. Also die Nebenquests vielleicht schon, weil die gehören irgendwie dazu, ja, wobei ich halt sagen muss, ich hätte sie jetzt so auch nicht gebraucht. Das ist halt, weil es dieses Open-World-Spiel ist und so. Und, ja, keine Ahnung. Es ist für mich immer noch komisch. Und ich bin auch nicht so motiviert dafür, die zu machen irgendwie. Ich weiß nicht warum. Es ist vielleicht einfach, weil ich wirklich diese Classic-Zelda-Schiene in meinem Kopf habe. Und sage, das ist in der Form nicht Zelda. Wobei Zelda ja auch schon immer kleine Aufgaben hatte. Sei es jetzt das Hühnerfangen für Anju zum Beispiel. Oder was weiß ich. Mir fällt jetzt kein besseres ein. Ja. Man braucht eigentlich nur an Majora's Mask denken. Da gab es ja das ganze Notizbuch voll mit Nebenaufgaben. Und, keine Ahnung, da war das dann irgendwie so ein bisschen cool, schon so ein bisschen cool, hat auch Spaß gemacht eine Zeit lang, aber ich weiß nicht. Hier ist das irgendwie alles ein bisschen seltsam. Och nö, nicht schon wieder ihr. Was wollt ihr denn? Warte mal. Ah, jetzt ist er schon zu nah, warte. Ah! Alter, voll der Flammenwerfer! Alter. Wie krass dieses Vieh einfach drauf ist. So, hier ist ein Steinkreis. LOL! Und hier ist die Erinnerung. What the fuck? Okay. Alles klar. Oh, wie geil. Dann haben wir alle Erinnerungen. Und draußen donnert's. Wenn man das jetzt hört. Oh, das tut aber gut. Das bringt Abkühlung. Also vorausgesetzt, es regnet bei dem Gewitter. So. Okay, Leute. Unsere letzte Erinnerung. Die Wunde ist nicht sehr tief. Aber du musst trotzdem vorsichtiger sein. Du bist zwar stark, aber nicht unverwundbar. Die Monsterangriffe häufen sich in letzter Zeit. Auch so gefährliche wie diese werden immer häufiger gesichtet. Ich fürchte, das könnte ein düsteres Vorzeichen sein. Die Wiederkehr der Verheerung. Komm, es ist nicht viel Zeit. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen und unsere Vorkehrung treffen, bevor es zu spät ist. Ah.
Alter, was ein Schlachtfeld und alle jagen Bockblins, Leunen und was weiß ich nicht alles. Boah. Du hast alle 12 Orte gefunden, an denen die Fotos aufgenommen wurden. Nice. Halt, das war die falsche Taste. Erinnerungsfotos. Du hast alle Orte aufgesucht, auf denen die Fotos zu sehen waren. Du sollst nach Kakariko gehen und Impa davon erzählen. Okay. Ah, das machen wir aber... Das machen wir nicht jetzt. Das machen wir noch. Aber interessant, dass die Quest noch weitergeht. So, ich markiere erstmal wieder Varudan, ja. Der will auch noch gemacht werden. Oh Gott, ich sehe es kommen. Ich werde einfach noch... Ich werde in 20 Parts immer noch nicht bei Varudania sein, wenn ich einfach dann beschließe, ich mache alles andere. Nur nicht den letzten Titan. Aber hey, es ist Breath of the Wild, es ist ein Open-World-Spiel und jeder kann dahin gehen, wo er möchte, ja? Und die Titanen... Auch wenn sie zur Story gehören, die haben mich jetzt nicht so gereizt, dass ich sagen muss, dass ich da jetzt unbedingt hin wollte. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde die... Ich suche halt gerade deswegen diese Schreine, weil sie halt zum Teil diese... Das heißt zum Teil. Also jeder Schrein hat ja irgendwie eine Aufgabe. Sei es jetzt drumherum oder halt drinnen. Und das sind halt diese eigentlichen Puzzles. Und die Titanen haben zwar auch ihre Rätsel so, ja, aber... Ich bin halt immer noch der Meinung, diese Titanen sind nicht gut. Also es ist halt meine Meinung. Ich finde sie nicht gut. Sie werden einem Zelda-Dungeon halt nicht gerecht. Sie werden eingesetzt wie ein Zelda-Dungeon, ja. Aber sie sind dem nicht gerecht, weil es so in der Form keine Dungeons halt sind. Werden aber quasi dafür eingesetzt. Und das ist... Naja. Oh, was ist das denn? Ach so, Schilder. Ja, gut. So. Ich wollte zum roten Licht, denn da müsste irgendwo der Bruder des Goronen sein, der uns eine Quest gegeben hat. Mal hier. Wir haben ein paar fiese Typen hier. Ja. Das stirbt. So. Da oben direkt noch einer. Na, schön kalt. Das will ich hoffen. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Gut, wir haben wieder eine... Einmal sterben for free. Ah ja, hier ist sogar... Hier ist eine Höhle. Wunderbar. So, die beiden Markierungen können wir mal... löschen. Oh Gott, Gorone! Gorone, was ist passiert? Aufstehen! Oh, ich kann nicht mehr. Hinter diesen Felsen ist irgendwo das Geheimnis des Helden. Ich habe mir vorgenommen, es zu finden, um zu beweisen, dass ich ein starker Gorone bin. Aber jetzt bin ich so hungrig, dass ich nicht weiterarbeiten kann. Bruder, jetzt verstehe ich dich endlich. Ach, jetzt kommst du auch hergewatschelt. Du hast nur getan, was du musstest. Ich habe eine Bitte an dich, als dein Bruder. Hilf mir bitte. Geh einfach hier den Hügel runter. Dort sind Specksteinklippen, wo es das beste Felsenfilet gibt. Nein, oder? Mann, da komme ich gerade her. Also, ich bin da gerade hochgelaufen. Bitte bring mir ein saftiges Stück. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Schaufelschulter bringt mich um. Bringt mich um heute. Goronenvolksgerät Nummer 1. Was ist das denn? Eine Schaufelschulter? Mit was ist das zu vergleichen? Ich bitte dich, das machst du, oder? Ja. Felsenfilet. Wirklich. Mann, was zum... Wo kommen die Gegner her? Habe ich die nicht eben getötet? Ja, wahrscheinlich sind die jetzt gespawnt wegen der Quest...
Ja, genau. Schieß erstmal mit Feuerpfeilen. Als ob es hier nicht schon warm genug wäre, ey. Der Kollege hat gar nichts mitgekriegt. Oh, das war ein schöner Crit. So. So, und hier soll das Zeug jetzt irgendwo sein, oder was? Ah, da hinten, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ah, es ist halt echt wie damals. Revalis Sturm ist bereit. Ja, genau. Einfach Stein, das aussieht wie ein Filet, ey. Wo kommt die schon wieder her? Was zum... Okay. Die Gegner sollen mich halt echt behindern. Ja, klar, da oben rollen jetzt auch Felsen runter. Ist klar. Gut, dass die Felsen auch dafür gut sein können, die Gegner auszuschalten. Hoffentlich sind die schlecht im Ziel. Oh, nicht. Komm her. Okay. Aua, ich brenne. Ich brenne. Ah. Link, lauf weiter. Du schaffst das. You can do it. Moment, wie konnte ich brennen? Gott, Feuerschleime, nein. Warum? Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur einem hungrigen Goron helfen. Oh mein Gott, was ist das denn? Alter. Ein riesiger, dicker Felsen. Was zum... Egal. Wir haben es geschafft, oder? Wir haben es geschafft. Ja, nice. Da steht erstmal schön am Kochtopf. Endlich, der Moment ist gekommen. Wirf es direkt in den Topf. Wirklich jetzt? Das ist eines der schönsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Was für ein erlesenes Felsenfilet. Ich muss sofort anfangen zu kochen. Nein, oder? Ach, Geron, ey. Es ist vollbracht. Das geröstete Felsenfilet ist fertig. Ist das etwa der unwiderstehliche Duft von geröstetem Felsenfilet? Bruder, Essen ist fertig. Guten Appetit. Bei allen Gletschern. Das sieht ja zum Sterben gut aus. Ich hau sofort mal rein. Die Goron, ey. Er beißt da jetzt rein. Wie geil. Es ist unbeschreiblich göttlich. Dieses raue Knirschen zwischen den Zähnen und durch den ganzen Körper fortsetzt. Der beißende Geschmack der Mineralien versetzt den Gaumen in Ekstase. Ein erbarmungsloser Angriff auf alle Sinne. Ah, jetzt verstehe ich. Die Tussi, die da an dem einen Schrein kochen wollte, hat für Goron gekocht. Ich fühle mich groß und stark wie der Todesberg. Junge kocht nur gut wie du, mein Bruder. Ich bin pappsatt. Gut, jetzt wird gearbeitet. Was zum? Klar, dahinter ist ein Schrein. Das ist es. Ich werde nicht mehr das Geheimnis des Helden. Sieht nicht in städtischen Geronia genauso ein Ding? Das ist also das Geheimnis des Helden? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wie dem auch sei. Eine Heldentat, mein Bruder. Du bist der Größte. Oh mein Gott. Aber diese Animation, als er gegessen hat. Der hat ja voll in den Stein reingebissen oder sogar was abgebissen, Mann. Ey, Goron sind... Oh, Goron sind so cool irgendwie. So,
Ist es tatsächlich nochmal ein Segenschrein hier oder womit habe ich es hier zu tun? Oh nein, ich bekomme sogar nochmal eine Aufgabe. Bretter der Gier. Okay. Ach Scheiße, brauche ich hier Magnet? Was zum? Was zum? Oh. Ach so, okay, ich sehe schon. Aua. Ich sehe schon, man muss hier die... Oh, das sind Rubine! Boah, da kommt... Alter! Boah, lauter 20er. Was zum... Oh, oh. Ah, aua. Alter, was ein Schreien und... Oh, da ist eine Kiste. Okay. Alter, was für ein Schreien. Hui. Bombenpfeile, ja, die nehme ich mit. Wusstet ihr übrigens, dass man Bombenpfeile hier im Todesberggebiet nicht benutzen kann? Wenn man einen Bogen, einen Bombenpfeil hier im Todesberggebiet auf den Bogen spannt, dann entzündet er sich selbst und explodiert sofort. Probiert das nicht aus. Alter, was ein Schrei. So. Nach dem doch etwas kuriosen Schreien nehmen wir hier unser vorletztes Zeichen der Bewährung mit. Ich kann es nicht fassen. Es fehlt nur noch eins. Noch ein einziges fehlt. Und der Schrein kann nicht weit weg sein. Der ist auch in der Nähe von unserem Zielpunkt für die Story-Quest. Und ich würde sagen, ich nehme die Zeit und da gehen wir jetzt noch hin. Da gehen wir jetzt noch hin. Ich will die jetzt fertig haben. Ich will die jetzt fertig haben. Los, komm. Link. Teleportier dich nach Goronia. Genau, wir müssen einfach hier lang und da ist dann auch der Schrein. Das packen wir. Das packen wir. Das ist kein Questschrein. Das ist ein Schrein, der einfach dasteht. Wir müssen rein und gut ist. Das packen wir. Los. Lad schneller, Spiel. Lad schneller. Ich will den letzten Schrein haben. Oh mein Gott. 120 Schreine. Ich kann's nicht fassen, ey. Das vor dem letzten Titan noch. Ich sag's nochmal. Es ist, ich werd's noch fünfmal sagen. Minimum. Bestimmt. Aber ich feier das ein bisschen. Ein bisschen sehr, muss man sagen. Ich feier das sehr. Ah ja, da oben sind Schienen. Ich nehme die mal als Anhaltspunkt für irgendwas. Alter, vor die Brücke hier oben. Der Schrein wieder am Ende von irgendwelchen Schienen. Hm. Bitte nochmal etwas höher. Oh, Revali-Sturm ist so eine coole Fähigkeit. Warum habe ich den nicht als erstes gemacht? Weil ich dann wahrscheinlich nur gestorben wäre. Also ne, Varuta ist... Zu Varuta wird man ja quasi hingeleitet. Also irgendwie... Die Orni sind eigentlich voll weit weg, ne? Aber dafür auch eine coole Fähigkeit. Oh, voll der alte Typ hier. Oh ja, Schrein in der Nähe. Blub, blub. Blub, blub. Blablärst du? Blast, blich, blage? Ja, ich verstehe nicht. Bla, 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 blanz... Blue, blass, blolbende, blähen. Na klar. Blauf, blähm, blärk, blur, blücke, blun, blell, blin. Blab, blich, bleinen, blatz, blär, steckt. Blein, blecht, blab, haftes, blärät, blo, blass, blast, blu, bloch, blicht, blech, blesehen. Blend, blue, bless, blindest, blan, ble, blurred, bless, blier.
Also er hat irgendeinen Schatz versteckt. Und wenn ich ihn finde, dann gehört er mir. Was redet das Kind auch, wenn es so halb im Wasser sitzt, ey? Na, ah, ihr könnt mich mal gern haben hier, ihr blöden Octoroks hier. Ah, verdammt. Verdammt, das kostet mir doch zu viel Zeit. Mist. Versuche ich den wenigstens noch zu finden, den Schrein. Wir finden den Schrein noch und dann machen wir... Ach du Scheiße, geht das mit den Lava-Brocken schon wieder los? Da ist der Schrein. Aua! Autsch. Fucking Lava-Brocken. Oh mein Gott, Leute. Es ist einfach der letzte Schrein. Der letzte Schrein. Die Nummer 120. Daka-K-Schrein. Den machen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen da. Wenn ihr was wissen wollt, ab in die Comments. Und beim nächsten Mal wieder einschalten für den allerletzten Schrein. Die Nummer 120. Euer Onion sagt ciao, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut.